hängt ja ein Hüllschrank an der mechanischen Turmuhr. Und zweimal im Jahr steht halt die Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit an. Es gibt im Kreis Neuss noch wenige Uhren, die mechanisch laufen, die von Hand umgestellt werden müssen. Eine davon steht halt hier in Hüllschrath und es ist immer wieder eine Freude für mich, hier hinzukommen und die Uhr denn auf die neue Zeit umzustellen. Beruflich als Elektrotechnikermeister unterwegs, habe mich auf Glocken, Läutemaschinen und Turmuhren spezialisiert und so quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich hatte immer schon Interesse daran und mache es seit 10 Jahren beruflich jetzt. Das Besondere hier an der Uhr in Hüllschrath ist, dass die ein 24-Stunden-Laufwerk hat, was das Tagesläuten auslöst. Man muss also, wenn man die Uhr vorstellt, darauf achten, dass man die 23 Stunden vorstellt und keine 11. Und dass der Angelus dann halt wieder passt und dass es nicht nachts um 12 losgeht. Hier in Hüllschrath, das Uhrwerk, das stammt aus den 1960er Jahren und wurde wahrscheinlich zusammen mit den Glocken nach dem Zweiten Weltkrieg angeschafft. Es wurde von Paul Fortmann in Recklinghausen gebaut. Es war eine renommierte Turmuhrenfirma, die im 19. Jahrhundert schon Turmuhren gebaut hat, bis ca. 1970. Und ja, die Hüllschrather haben halt das Glück, noch so ein funktionierendes, tolles, altes Uhrwerk hier zu haben.